Kutan Immobilien. Seit fast 30 Jahren für Tausende von Kunden. Meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. Kutan Immobilien. Am Samstag, den 10. März, fand in der Aula des Albert-Einstein-Gymnasiums die Sportlerehrung für das Jahr 2017 statt. Oberbürgermeister und Sportdezernent Martin Hebisch konnte zahlreiche Gäste aus Politik, Sport, Gesellschaft und Wirtschaft begrüßen. Geehrt wurden 48 Athletinnen und Athleten, die durch ihre Leistungen die Stadt Frankenthal national und international in den verschiedensten Disziplinen und Altersklassen repräsentiert haben. Ob bei deutschen Meisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften oder gar bei der Qualifikation zu Olympischen Spielen. Insgesamt kommen die sportlichen Helden oder die Stars aus Frankenthal, wie sie der Oberbürgermeister bezeichnete, aus 10 Vereinen und den unterschiedlichsten Sportarten. Für solche sportliche Erfolge zu erzielen, müssen eine Reihe von Indikatoren stimmen. Deshalb gab es viel Lob vom Oberbürgermeister für die Frankenthaler Sportfunktionäre. Von den Vorständen bis hin zu den Trainerinnen und Trainern, bis zu den Betreuerinnen und Betreuern. Auch bei der Infrastruktur der Sportanlage kann sich Frankenthal sehen lassen. Es ist erstmal so, dass in den Vereinen ganz hervorragende Jugendarbeit geleistet wird von den Übungsleitern, von den Betreuern und auch viele, die sich sonst da mit einbringen, aber auch von den Vorständen, die hier Tag für Tag ihre Arbeit machen. Das ist ganz wichtig. Wir als Stadt wollen den Sport fördern. Wir haben natürlich dann auch zahlreiche Sportanlagen, die wir zur Verfügung stellen und wir wollen die in guten Schuss halten. Wir wollen, dass sie sich dort wohlfühlen, die Vereine, und dort Sport treiben können. Und ich denke, wir sind als Stadt ganz gut aufgestellt. Wir haben in den letzten Jahren Millionenbeträge investiert in neue Hallen, in Kunstrasenplätze. Wir bauen gerade jetzt eine neue Einfeldsporthalle und einen neuen Kunstrasenplatz. Also es ist auch in Frankenthal einiges wird für den Sport getan worden und es wird auch noch für den Sport etwas getan. Der Oberbürgermeister betont in seiner Rede, dass Sport einen wichtigen Beitrag für das gesellschaftliche Leben leistet und wie wichtig das Wettstreiten für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist. Der Sport in Frankenthal ist breit aufgestellt. 59 Vereine zählen über 14.500 Mitglieder. Ja, das macht uns natürlich schon stolz und glücklich, dass wir hier Frankenthaler Sportlerinnen und Sportler haben, die so von sich reden machen. Da ist natürlich auch ein bisschen so, dass die auch sportliche Botschafter für unsere Stadt sind und dann den Namen Frankenthals in die Welt hinaustragen. Eingebunden in ein herrliches Rahmenprogramm wurde die Stadtsportplakette in Gold 10-mal verliehen, 27-mal wurde sie in Silber verliehen und 9-mal in Bronze. Hinzu kommt die Verleihung des Sportehrenbriefs an Herrn Heinz Baumeister für seine langjährige Tätigkeit beim BSV Frankenthal. Tolle Ergebnisse, unabhängig von allem, dass sehr viele geehrt worden sind, kann ich nur sagen, es ist jedes Jahr wieder eine tolle Überraschung und ein tolles Event. Man sieht, Frankenthal lebt, engagiert sich, ist sportlich unterwegs und wenn man über 50 Menschen dann auch noch ehren kann, dann ist das doch eine tolle Leistung.